So, im vorherigen Video hatten wir einen Satz kennengelernt, mit dem man ja problemlos die Richtung ausrechnen kann, in der der maximale Anstieg stattfindet und auch der minimale Abstieg, ja, und auch wie stark dieser maximale Anstieg jeweils ist. Ja, und das möchte ich mit diesem Video mal für ein ganz einfaches Beispiel mal ausrechnen. Wir haben mal diese Funktion f von xy, die war definiert einfach als x minus ein Viertel y. Viertel y. So war sie definiert und natürlich ist es relativ leicht, jetzt das rauszukriegen, was der Gradient ist. Denn das müssen wir wissen, um diese Richtung rauszukriegen. Ja? Der Gradient von f an der Stelle x0, y0. Das ist, jetzt muss ich das einmal nach x ableiten, dann habe ich hier natürlich genau 1. Und wenn ich hier das nach y ableite, kriege ich genau minus ein Viertel. Ja, das ist so ein Zeilenvektor mit zwei Einträgen. Ich habe hier extra einen großen Platz gemacht. Man kann da auch pausenlos ein Komma zwischen machen, ja, um zu sehen, wo die Komponenten anfangen und aufhören. So, aber das ist der Gradient. So, und jetzt hatte ich ja erklärt, der Gradient nach diesem Satz beinhaltet zwei Informationen. Einmal eine Richtung, ja, und einmal eine Länge. So, jetzt kann ich einfach mal die Länge ausrechnen, die Länge von dem Gradienten an der Stelle x0, y0 ist ja, okay, das ist die Wurzel von 1 Quadrat plus minus ein Viertel zum Quadrat. So, jetzt ist es ja ein bisschen einfache Mathematik. Ja, dann habe ich hier ja die Wurzel von 1 plus ein Sechzehntel. Und das ist ein Viertel mal Wurzel 17. Ja, so, das ist also die Länge dieses Vektors. Ja, des Gradienten, also der Betrag von diesen Gradienten. So, und jetzt kriegen wir eben halt raus, was die maximale Richtung ist. Die maximale Richtung ist eben halt genau dieser Gradient, und Achtung, jetzt aber als Spaltenvektor geschrieben, also 1 und minus ein Viertel. Und dann muss ich diesen teilen durch seine Länge. So, die Länge ist ja das da. Das ist also 1 durch und dann ein Viertel mal Wurzel 17. Ja, Sie sehen, ich habe das als Skalar einfach vor diesem Vektor geschrieben. Das ist die einfachste Variante. Jetzt, dieser Vektor, V max, hat die Länge 1. Warum? Weil, wenn ich den Betrag hier wieder ausrechne, kriege ich genau diesen Term raus, durch den ich halt teile. Das heißt, das ist die maximale Richtung. Und Sie sehen eben halt auch, oh, okay, das ist alles konstant. Ja? Das heißt, x0 und y0 sind hier ja komplett überhaupt nicht eingeflossen. Das heißt, und wenn sich die Funktion hier auch anschauen, das ist ja eine Ebene, die im Raum rumliegt. Das heißt, die Richtung, wo der maximale Anstieg ist, ist also offensichtlich immer dieselbe, was auf einer Ebene ja auch total sinnvoll ist. So, und was wir also sehen, ist, wir haben den maximalen Anstieg, wenn wir in Richtung x also gehen und dann in minus ein Viertel in die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn wir nach x in diese Richtung gehen, gehen wir hier zurück. Das heißt, das hier irgendwie so müsste der steilste Anstieg sein. So, in diese Richtung. Das ist also die Richtung des steilsten Anstieges. Ja, nein, ich muss ja y in die andere Richtung gehen. Also das heißt, das hier ist die Richtung des steilsten Anstieges. Das macht schon viel mehr Sinn. So, das ist die Richtung des steilsten Anstieges. Ja, und das macht auch total viel Sinn. So, und dieser maximale Anstieg, den ich dort spüre, wenn ich in diese Richtung laufe, ist eben halt genau diese Zahl. Ja, das steht also hier. Okay, ich hoffe, es hat geholfen zu verstehen, wie man also diesen maximalen Vektor ausrechnet, also diesen Vmax-Vektor ausrechnet. Und im nächsten Video mache ich ein etwas komplexeres Beispiel.